Haus aufhören, sie wurde euch das nicht vorenthalten. Ich habe an sie getroffen, kann ich ja sehen, mit Krücken und alles drum und dran, noch das ganze Bein in die Schiene. Also der Junge tut mir unheimlich leid, aber er hat zu mir gesagt, er möchte gerne die Fans grüßen. Und alle, die ihn geschrieben haben und Genesungswünsche gemacht haben, grüße. So das dazu. Jetzt muss ich sagen, die Truppe soll sich das auch wieder nochmal angucken. Das werden sie auch. Die werden für sie auch noch einen Schritt mehr machen. Und morgen müssen sie das auch. Ich glaube, morgen, das wird ein anderes Spiel. Aber ich habe extra meine Mütze wieder aufgesetzt. Das wird ein anderes Spiel morgen. Er hat ja noch die ganzen alten Leute motiviert, da den Prinz Boateng und Konsorten. Das sind ja alles Treter, das wissen wir ja auch. Wir haben es ja gesehen im Hinspiel. Die haben ja nur getreten, aber ich hoffe auf einen guten Schiedsrichter und dass wir wieder unsere Form finden, wie in Berlin in der zweiten Halbzeit. Also das sage ich im Voraus. Respekt vor allen Truppen, aber im Grunde genommen Angst. Gibt's nicht. Also wenn du jetzt da irgendwas machen willst, es geht ja auch um Riesensummen Gelder. Und dann geht das noch um Felix Magath. Felix Magath kann machen, was er will. Er wird sein Gesicht hier verlieren in Hamburg. Da bin ich fest davon überzeugt. Also ist egal in welche Richtung. Und noch was. Wenn wir das Ding ziehen sollten, dann ist hier der Ausnahmezustand am Volkspark. Das sage ich euch im Voraus. Seid vorsichtig, wenn du mit Kindern und in der Nähe läufst. Also es könnte sein, dass da wieder richtig Alarm ist. Es ist auch eine Hundertschaft aus Berlin hier eingeflogen. Das habe ich so gehört. So das dazu, aber sonst, das ist alles vorbereitet. Die Jungs haben noch ein bisschen auf dem Platz gemacht. Ich durfte sie alle noch begrüßen, Tim Walder auch. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt sind sie im Tunnel und müssen sehen, dass sie das irgendwie ziehen wollen. Wir haben natürlich einen großen Vorteil, das wissen wir gerne. Wir sind auch mit Unentschieden aufgestiegen. Und da muss Herr das dran halten. Also ich habe da bei der Pressekonferenz bei Magath reingehört, er hat wieder da einen, man nennt das jetzt ja auch Lieder oder was weiß ich. Das sind alles Träger in meinen Augen und getrieben wird morgen. Und ich prophezei euch ein, da fliegt doch einer runter oder zwei, da bin ich fest von überzeugt. Aber ich hoffe auf einen guten Schiedsrichter, und er auf den Keller, dass er einigermaßen läuft. So, dann wünsche ich alles Gute, es ist alles eingerichtet für morgen Abend. Und ich drücke natürlich alles, was ich habe. Und der spielt für den Ansi, spielt für die besten Fans der Welt, für Helmpeter und für euch auch. Das ist ja auch eine wirtschaftliche Sache, wenn ihr aufsteigt, den gibt es richtig Nachschlag. Alles klar, nur der HSV. Und jetzt habe ich auch die Schnauze voll, am Sonntag hier meine Zeit zu düdeln, verdüdeln. Aber was man alles macht für den HSV, Ansi, für dich alles Gute, das dauert noch lange, bis du wieder in den Gang kommst. Alles klar, nur der HSV, an Tim Walder alles Gute, an das Trainerteam im Allgemeinen und an die Mannschaft. Haut rein, ist egal, macht nicht so viele Fehler, dann gewinnt ihr das auch. Alles klar, tschüssi, nur der HSV.